Herzlich willkommen zur 33. Futures Lounge. Unser Thema heute: Postwachstum, Utopie oder Transformationspfad. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich heute Claudia Schleicher und Matthias Schmelzer bei uns als Gäste begrüßen darf. Später mehr zu euch. Mein Name ist Klaus Burmeister, ich bin Vorstand bei D2030 und wir sind irgendwann im Oktober 2021 gestartet und ich bin ganz erstaunt, dass wir heute schon bei der 33. Futures Launch sind. Ganz kurz zum Ablauf. Ich werde noch mal ganz kurz etwas Organisatorisches erzählen, eine kurze Einführung machen. Danach wird Matthias Schmelzer beginnen und Claudia Schleicher wird dann ergänzen. Danach starten wir mit einer offenen Diskussion, moderiert. Ich würde dort ein bisschen noch durch die verbleibende Zeit führen und am Ende versuchen, das noch mal ein bisschen einzubinden. Aber starten wir. Vielleicht nochmal erwähnenswert ist, ihr solltet euch melden für die Diskussion, ganz normal. Und wir pflegen hier das digitale Du und das hat bisher immer ganz gut geklappt. Heute über Postwachstum zu reden, klingt angesichts der aktuellen politischen Debatten fast schon merkwürdig fremd oder gar utopisch. Wir beschäftigen uns aber trotzdem mit dem Thema. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir in unseren Deutschland 2045-Szenarien, den neue Horizonte-Szenarien, festgestellt haben, das Ziel, Klimaneutralität bis 2045 in einer sozial gerechten Gesellschaft zu erreichen, wird nur gehen, wenn wir uns vom klassischen Wachstumsparadigma verabschieden. Heute geht es uns darum, wie solche Transformationspfade mit welchen Konzepten aussehen könnten und mit welchen Partnern, in welchen Allianzen könnte das denn überhaupt vorstellbar sein. Ich möchte eingangs in drei Stationen vielleicht mal so ein paar Debatten rund um das Thema Wachstum skizzieren, das dann viel tiefer bohren, Matthias ergänzt. Station 1. Vor gut 50 Jahren hat der Club of Rome, wir wissen es, seine Studie veröffentlicht. Untersucht wurden in fünf Tendenzen globale Wirkung, nämlich die der Industrialisierung, des Bevölkerungswachstums, der Unterernährung, der Ausbeutung von Rohstoffreserven und von der Zerstörung der Lebensräume. Ohne Zweifel hat dieser Bericht viel bewirkt und dazu beigetragen, dass die Wachstumskritik fundiert werden konnte. Heute haben wir demnächst die Grenzen erreicht. Wichtig ist vielleicht nochmal auch ganz interessant, dass die Studie auf einem sogenannten World-3-Modell beruht. Es ist eine kybernetische Computersimulation entwickelt von J. Wright Forrester, den Vater Recording stopped. System Dynamics. Und er hat im Grunde genommen schon ab den 50er Jahren dazu beigetragen, dass wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse analysiert und am Computer durchgespielt werden konnten. Also man sieht schon eine längere Entwicklung. Die Studie wurde am MIT erstellt und für die es nicht wissen, finanziert von der Volkswagen Stiftung. Beauftragt hatte sie der Club of Rome. Zweite Station. Am 1. Dezember 2010 beschloss der 17. Deutsche Bundestag die Einsetzung der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Wege zu nachhaltigen Wirtschaften und gesellschaftlichen Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft. Sie legte 2013 ihren Abschlussbericht vor. Die Enquete-Kommission wollte programmatisch eine Diskussion über das Wohlstandsverständnis und seine Perspektiven voranbringen. Die Grundfragen zum Wohlstandsverständnis lauteten damals: Wie können gesellschaftlicher Wohlstand, individuelles Wohlergehen und nachhaltige Entwicklung in einer Gesellschaft angemessen definiert
und abgebildet werden. Und das in Anbetracht der Tatsache, dass nach wie vor der Fokus auf das Wachstum und das Bruttosozialprodukt gerichtet war und damals die Maßgabe, das reicht aber nicht mehr aus. Es geht auch um die Grenzen des Wachstums und wie kann das aussehen in einem Deutschland mit geringeren Wachstumsraten. Das waren damals Fragen der Enquete-Kommission, die war heftig umstritten. Letztendlich gab es keine Einigung. Die Obleute, eingesetzt wurde die Kommission von der CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne. Die Obleute von CDU, CSU und FDP, Nüßlein und Bernschneider, werteten es als Erfolg am Ende der Kommission, dass die Forderung des Oppositionslagers, also von SPD, Linken und Grünen, nach einem grundlegenden Wandel von Politik und Gesellschaft im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation abgewehrt werden konnte. Demgegenüber haben die Hauptredner der Opposition, das war insbesondere auch die Kommissionsvorsitzende Daniela Kolbe von der SPD, die hat es folgendermaßen aus ihrer Sicht auf den Punkt gebracht, es war leider nicht möglich, in der Kommission Neues zu denken. Trotzdem wurde abschließend festgehalten, dass es weiter darum geht, ein Gutkomitee, initiierbares Indikatorensystem, genannt W3-Indikatoren, zur Messung von Wohlstand auf den Weg zu bringen. Wohlstand, soziale Entwicklung und Lebensqualität im Sinne der Nachhaltigkeit. Ein kleiner Sprung. Aktuell kann erstmals im Jahreswirtschaftsbericht 2022 des Bundesministeriums für Wirtschaft ein neuer Ansatz zur Wohlfahrtsmessung nachgelesen werden, der übrigens kontinuierlich überprüft und verbessert werden soll. Mit dem Kapitel Wohlfahrtsmessung verfolgt die Bundesregierung das Ziel, traditionelle wirtschaftspolitische Kennziffern wie das Bruttosozialprodukt zu ergänzen und weitere Aspekte von Wohlfahrt und Nachhaltigkeit in den Blick zu nehmen, die für die Gesamtschau der Wirtschafts- und Finanzpolitik von besonderer Bedeutung sind. Hierzu wurde ein Set von 30 Einzelindikatoren erarbeitet. Vielleicht auch nochmal ganz interessant. Diese Indikatoren werden jetzt auch nochmal überprüft. Dadurch hat das Wirtschaftsministerium im Juli 2023 einen Online-Konsultationsprozess ins Leben gerufen, der noch eine verbesserte Wohlfahrtsmessung zum Ziel hat. Vielleicht auch nochmal so gut, so weit, so gut. Letzte Station 3. Fast still und leise hat der Spiegel im April über ein Prognos-Szenario-Projekt berichtet, das unter anderem ausführt, dass die deutsche Exportindustrie sich auf eine dauerhafte Schwächung der Globalisierung einstellen solle und hat für eine Revitalisierung multilateraler, globaler Zusammenarbeit plädiert, hält sie aber eher für unwahrscheinlich. Der Bericht mündet in der doch starken Aussage, eine teilweise Rückabwicklung der wirtschaftlichen Globalisierung sei ein realistisches Szenario. Sozusagen ein Postwachstum der anderen Art. Es muss aber auch klar an dieser Stelle festgehalten werden, dass es derzeit keinen wachstumskritischen Diskurs gibt, kaum wahrnehmbar jedenfalls. Also die Wirklichkeit sieht anders aus. Wir reden heute trotzdem über Postwachstum, weil Postwachstum ein Vorschlag, eine Vision oder Utopie ist. So steht es jedenfalls in dem sehr empfehlenswerten Buch von Matthias Schmelzer und Andrea Vetter. Es ist notwendig für eine andere Gesellschaft und für eine systemische Transformation. Matthias hat die Frage fast dann schon beantwortet, Utopie oder Transformationspfad. Nun, wir gehen später nochmal drauf ein. Matthias hat gleich die anspruchsvolle Aufgabe, die Stränge und Strömungen der Postwachstumsdebatte zusammenzuführen und uns am Ende vielleicht seinen Transformationspfad zu skizzieren.
Matthias ist ohne Zweifel einer der Experten zu diesem Thema. Er arbeitet aktuell an der Uni in Flensburg. Danach wird Claudia Schleicher versuchen, den nötigen Schritt in die Praxis zu wagen. Claudia ist kurzfristig für Helen Schaab vom IEW eingesprungen, die leider erkrankt ist. Gute Besserung an der Stelle. Claudia ist Beraterin für gemeinwohlorientierte Organisationsentwicklung und Gemeinwohlbilanzierungsprozesse. Sie wird uns beispielhaft über die Transformationserfahrung im Feld der Gemeinwohlökonomie berichten und uns damit wahrscheinlich auch so ein bisschen erden. Danke dafür. Soweit meine kleine Einführung. Wir steigen jetzt ein und beginnen mit dem Input von Matthias. Matthias, die Bühne gehört dir. Ich bin ganz gespannt. Ja, ganz, ganz vielen Dank, Klaus, für diese sehr interessante Einführung in das Thema und die nette Vorstellung. Genau, und ich freue mich mit euch, wir sind ja beim Du, digitalen Du, mit euch heute Abend über dieses Thema zu sprechen. Bin auch sehr gespannt auf Claudias dann bei weiterer Ausführung, wie das praktischer werden kann. Ich würde unter dem Titel Postwachstum, Utopie oder Transformationspfad tatsächlich vor allem versuchen, die Verbindung zwischen diesen beiden Perspektiven, die ich auch als weitgehend überlappend sehe, in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, es ist ganz gut, vielleicht vorwegzunehmen, dass Postwachstum anders als oder Postwachstum tatsächlich versucht, sowohl eine Utopie darzustellen, als auch die konkreten Transformationen, die im Hier und Heute losgehen kann, auch schon vorweg zu denken. Allerdings ist der Schwerpunkt der Debatte, wo quasi auch, was die wissenschaftliche Evidenz angeht und der Stand der Vorschläge, ist der Teil viel besser ausgearbeitet, der die Notwendigkeit für so eine Art von Transformation skizziert, als der Teil, der skizziert, wie das dann tatsächlich gehen kann. Deswegen würde ich entsprechend auch den Fokus eher, also vor allem darauf legen. Genau, ich wollte einsteigen mit der aktuellen, dem sogenannten Jahrhunderthochwasser. Das sind Bilder, die ganz aktuell aus den deutschen Medien aus Süddeutschland kommen. 200 Liter pro Quadratmeter, so viel wie sonst in 2 bis 3 Monaten Regen runterkommt. Diese Katastrophe wird oft als Jahrhunderthochwasser bezeichnet, obwohl das eigentlich unter aktuellen Bedingungen der Klimakrise gar nicht mehr ein adäquater Begriff ist. Ein Kontext, in dem diese Art von Katastrophen viel wahrscheinlicher und viel häufiger werden. Genau, und in dem Kontext würde ich vielleicht nochmal einen kurzen Schlenk machen auf die andere Seite der Erde, nach Indien, wo aktuell eine der schlimmsten Hitzewellen, die es jemals in Indien gab, das Land heimsucht. Während die Wahlen da aktuell gelaufen sind, gab es in sehr, sehr vielen Städten, in, glaube ich, in 37 Städten, da gab es Temperaturen über 50 Grad, was massiv ist. In der Hauptstadt Delhi wurden Temperaturen über 52 Grad gemessen. Das geht in Bereiche, wo Expertinnen und Experten sagen, dass das keine Temperaturen sind, mit denen Menschen länger leben können. Ja, es gibt auch schon mehrere Dutzend Tote. Die Zahlen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr ungenau. Ich wollte diese Sachen an den Anfang stellen, weil ich glaube, das ist wichtig, diesen Kontext mit zu berücksichtigen, wenn wir darüber reden, was quasi der Hintergrund ist, warum so relativ drastische und grundlegende Transformationen in der Postwachstumsdebatte vorweggenommen werden. Der Kontext ist der, dass bei aktuellen Prognosen, selbst wenn die von den internationalen Verhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen die unverbindlich benannten Reduktionsziele, wenn die eingehalten werden, landen wir bei über 3 Grad Erderwärmung. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat im Februar letzten Jahres im Sicherheitsrat in diesem Kontext von einem Massensterben biblischen Ausmaßes gewarnt, was dann auf quasi die Menschheit zukommt. Und zwar nicht eben als unwahrscheinliche oder unsichere Zukunftsprognose, sondern als sehr direkte Folge des Verbrennens von fossilen Ressourcen.
Neue Studien zeigen, dass bis Ende des Jahrhunderts der aktuellen, eben bei der aktuellen Politik, also wenn die aktuelle Politik mit den ganzen Versprechen, die da dranhängen, wenn die so weitergeht, ein ganzes Drittel der Weltbevölkerung außerhalb des Temperaturbereichs wäre, in dem sicheres menschliches Leben möglich ist, der eben sogenannten klimatischen Nische. Und damit drohen im wahrsten Sinne des Wortes die Fundamente menschlicher Zivilisationen wegzubrechen. Und ich glaube, wir machen uns oft nicht klar genug, was hier eigentlich auf dem Spiel steht, gerade im Verhältnis, wenn es dann um eben die stärker die wachstumszentrierte Fokussierung geht. Ich selbst bin Wirtschafts- und Umwelthistoriker und es ist ausgesprochen frustrierend zu sehen, wie lange und intensiv aus einer wissenschaftlichen Perspektive bereits vor den dramatischen Folgen der Klimaerhitzung gewarnt wird. Bereits 1979, also schon deutlich vor meiner Geburt, fand die erste Weltklimakonferenz statt und seitdem wurden zwar viele Gesetze angepasst, neu geschrieben, völkerrechtliche Verträge geschlossen und ähnliches, aber ein grundsätzliches Umdenken blieb aus. Die CO2-Emissionen sind auch dieses Jahr wieder auf ein neues Allzeithoch gestiegen, und fossile Unternehmen machen Rekordgewinne. Und trotzdem verfolgt eigentlich keine Partei, auch keine Partei in der Ampelregierung, eine Politik, die aus meiner Sicht wirklich mit den Anforderungen des Grundgesetzes vereinbar ist, nach Artikel 20a des Pariser Klimaabkommens wirklich einzuhalten. Und das Grundversprechen der Politik ist seit mehr als 5 Jahrzehnten im Wesentlichen das Gleiche. Und es geht auch seit den Debatten des Club of Rome, die Klaus am Anfang erwähnt hatte, in den Reaktionen darauf entstand ein neues Narrativ, nämlich dass qualitatives, nachhaltiges, ökologisches oder grünes Wachstum möglich ist. Durch Effizienzsteigerung und den Umstieg auf erneuerbare Energien und eine Kreislaufwirtschaft soll es möglich sein, Produktion dass Produktion, aber auch Gewinne weiter steigen, während gleichzeitig die Umwelt ausreichend geschützt wird. Und natürlich hat das bisher nicht funktioniert. Die globalen Emissionen steigen weiter. Und dabei ist die Studienlage, und da möchte ich gleich noch kurz drauf eingehen, ist relativ eindeutig, dass das grünes Wachstum nicht möglich ist. Trotz dieser 5 Jahrzehnte ist das Festhalten an Wachstum weiterhin sehr, sehr stark. Hier habe ich zwei Zitate mitgebracht, einmal von Liz Truss, der britischen Premier, und dann ein Jahr später von der anderen politischen Richtung, von Keir Starmer, wird die Priorität der britischen Politik in drei Worte zusammengefasst: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und Robert Habeck hat in diesem Jahr Folgendes gesagt: Zu sagen, wir verzichten auf die Idee von Wachstum, würde bedeuten, wir verzichten auf die Idee von Fortschritt. Und ich glaube, in diesem Zitat steckt ganz viel drin von der Idee, die so zentral ist und die es so schwierig macht, über das Wachstumsparadigma hinaus Politik zu machen. Wachstum wird mit Fortschritt gleichgesetzt. Diese Gleichsetzung ist relativ neu. Das habe ich in historischen Arbeiten, ich habe hier mal zwei Bücher auf die Folie gepackt, habe ich das versucht zu analysieren, wie im Kontext der Nachkriegszeit im Prinzip überhaupt erst die Idee entstanden ist, das Wirtschaftswachstum, also eine Zunahme dieser Statistik des Bruttoinlandsproduktes, dass die maßgeblich zentral ist für einen Anstieg, für Fortschritt und gesellschaftliche Entwicklung, also für so im Prinzip ganz andere gesellschaftliche Zielmarken. Gleichzeitig zeigt die Forschung, die Basis für die Postwachstum darstellt, dass die Lebensweise, die imperiale Lebensweise, die sich durchgesetzt hat in den Ländern des globalen Nordens, nicht verallgemeinerbar ist und nicht auf einer grünen Basis reproduziert werden kann. Ich möchte da kurz drauf eingehen. Tatsächlich ist es so, dass die einzigen Perioden in der gesamten Geschichte der Menschheit, in denen die globalen Emissionen zurückgegangen sind, Perioden der ökonomischen Schrumpfung sind. Das ist zum einen die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, dann der Zweite Weltkrieg, die Ölkrise in den 1970er Jahren, die Finanzkrise 2008 folgende und als letztes die Schrumpfung im Kontext der Corona-Pandemie und der Lockdowns, die darauf folgten. Das heißt natürlich nicht, dass es immer so bleiben muss. Aber tatsächlich ist auch die Evidenz für die Kontexte, also für die Länder, in denen seit einigen Jahren intensiv die Politik des grünen Wachstums umgesetzt wird, auch die Bilanz ist nur bedingt erfolgsversprechend.
Zwar gehen die gesamt gemessenen Emissionen innerhalb der Europäischen Union, hier die Grafik, die Daten für die EU-28-Staaten, die gehen langsam zurück. Aber eben langsam und vor allem auch in den Zeiträumen, in denen die Wirtschaft nicht schnell wächst. In den Zeiträumen, in denen die Wirtschaft wächst, gehen die Emissionen auch kaum zurück. Das heißt, wir befinden uns weiterhin in einem Kontext, in dem das Versprechen des grünen Wachstums weit von der Realität entfernt ist. Hier eine ganz neue Studie, die im Lancet veröffentlicht worden ist, Ende letzten Jahres, und die ausgerechnet hat, wie die aktuellen Emissionsminderungsraten, die sonst immer als Erfolg für grünes Wachstum verkauft werden, tatsächlich so langsam sind, dass bei aktuellen Trends, also bei aktuellen Emissionsminderungstrends für die Klimavorreiternationen wie eben Deutschland und andere europäische Länder, die im Durchschnitt die Dekarbonisierung noch 220 Jahre dauern würde. Insgesamt ist die Bilanz relativ ernüchternd. Und wissenschaftliche Studien gehen relativ einhellig davon aus, dass es eigentlich keine Evidenz dafür gibt, dass dieses Versprechen des grünen Wachstums, dass es möglich ist, dass das Bruttoinlandsprodukt, diese Statistik, die misst, was die Wirtschaft ausmacht, weiter ansteigt, während die Emissionen schnell genug zurückgehen. Es gibt noch viele andere Probleme, die daran hängen, aber allein das, glaube ich, reicht schon aus, um die Notwendigkeit zu skizzieren, vor allem vor dem Hintergrund der dramatischen Situation, der zivilisationsgefährdenden Situation, in der wir uns insgesamt befinden, tatsächlich vielleicht diese Priorität des Wachstums etwas grundlegender in Frage zu stellen. Und genau darum geht es in der Postwachstumsdiskussion. Ich möchte ganz kurz noch einen zweiten Argumentationsstrang skizzieren, der auch eine wichtige Rolle spielen kann in der Begründung für die Notwendigkeit für Postwachstum. Und dieser zweite Argumentationsstrang kommt aus der Debatte um säkuläre Stagnation. Tatsächlich ist es so, dass ganz real, wenn man sich die Emissionsminderungstrends, wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte in den europäischen, in den frühindustrialisierten Ländern anschaut, dann gehen die Emissionen, geht die Wirtschaftsproduktion geht deutlich zurück. Die Wachstumsraten sind heute deutlich geringer. Und es wird insgesamt von einem Trend der säkulären, der langfristigen Stagnation gesprochen. Es kann sein, dass europäische oder die Wirtschaften frühindustrialisierter Länder gar nicht mehr wachsen, ganz unabhängig von den ökologischen Problemen. Und auch vor diesem Hintergrund macht es Sinn, sich über Alternativen Gedanken zu machen, weswegen auch die Europäische Umweltagentur eben das als eine zentrale Begründung für eben Ökonomien jenseits des Wachstums heranzieht. Neben der ökologischen Begründung für Postwachstum gibt es noch viele andere Begründungslinien, die ich jetzt, auf die ich gar nicht eingehen will, die ich aber trotzdem kurz anwerfen will. Es gibt aus einer Reihe von anderer Perspektiven gibt es Gründe, Wachstum in Frage zu stellen. Und Postwachstum kann verstanden werden als ein Versuch, diese unterschiedlichen Kritikströme in einer produktiven Synthese zusammenzuziehen. Vor diesem Hintergrund ist die gute Nachricht relativ deutlich, dass dieses Festhalten an Wachstum nicht unbedingt so sein muss. Und es gibt diese neuere Debatte, die ihre Wurzeln in den 1970er Jahren hat, aber eben sehr vermehrt geführt wird in den letzten 15 Jahren zu Postwachstum und Degrowth. Grundlegend ist Degrowth oder Postwachstum, ich benutze die beiden Begriffe weitgehend synonym, auch wenn es da gerade im deutsch-internationalen Vergleich auch leichte Unterschiede gibt, auf die wir vielleicht in der Diskussion noch eingehen könnten. Aber ich glaube, es macht trotzdem Sinn, die Begriffe weitgehend synonym zu benutzen, weil sie im Kern eigentlich auf das Gleiche hinauslaufen. Und diese Konzepte sind zum einen Vorschlag für einen Systemwandel weg vom Wachstum und hin zu globaler Gerechtigkeit. Es ist zum einen eine Kritik am Wachstumsparadigma und gleichzeitig eben eine Transformationsperspektive, die auf die Verringerung des Energie- und Ressourcenverbrauchs abzielt und weil eben eine ausreichende Entkopplung nicht möglich ist, auch auf eine damit einhergehende Verringerung von Produktion und Konsum und gleichzeitig eben auf die Verbesserung der Lebenssituation der meisten Leute abzielt. Ganz kurz. Postwachstum hat sich zu einem relativ umfassenden interdisziplinären Forschungsfeld entwickelt, wo in unterschiedlichen Fachrichtungen an der Frage gearbeitet wird,
wie eigentlich sich Postwachstum begründen lässt und wie auch Postwachstum sich umsetzen lässt, also was die entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungen, politischen Veränderungen, wirtschaftlichen Veränderungen, aber auch kulturellen Veränderungen sind, die notwendig sind, um solch eine Postwachstumstransformation konzeptionieren zu können. Ich möchte einmal noch mal ganz kurz unseren Versuch vorstellen, zu definieren, was Postwachstum eigentlich bedeutet und dann auf einige der zentralen Missverständnisse eingehen. Wir definieren Postwachstum, also das ist jetzt aus dem Buch von Andrea Vetter und mir, als einen demokratischen Transformationsprozess mit drei Zieldimensionen. Der erste ist eben globale ökologische Gerechtigkeit. Globale ökologische Gerechtigkeit heißt, dass diese Gesellschaften ihren materiellen Stoffwechsel und damit auch Produktion und Konsum so umbauen und wegen den Entkopplungsschwierigkeiten heißt es auch so reduzieren, dass ihre Lebensweise langfristig ökologisch nachhaltig und global verallgemeinerbar ist. Und dieser zweite Teil, global verallgemeinerbar, ist ganz zentral, weil der nämlich in ganz vielen Debatten gerade zu grünem Wachstum vernachlässigt wird, die wesentlich auf der globalen Aneignung von den Ressourcen und Rohstoffen basiert, die notwendig sind, um eben die grüne Transformation in den Ländern des globalen Nordens überhaupt erst denkbar und möglich zu machen. Sie basieren ganz oft auch auf dem Import von Energie, also über Wasserstoff beispielsweise Energieimporte aus afrikanischen Ländern. Deutschland ist da ja in Verhandlungen, vor allem mit Namibia. Und Degrowth, Postwachstum versucht, eine Transformation zu denken, die eben global verallgemeinerbar ist, in dem Sinne, dass diese Aneignungsprozesse nicht notwendig sind. Die zweite Dimension sagt, dass diese Transformation des Stoffwechsels, die hin zu einem deutlich geringeren Umsatz von Energie und Ressourcen so gestaltet werden soll, dass dabei eben gesellschaftliche Ziele wie soziale Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und auch ein gutes Leben für alle in einem ganz umfassenden Sinne entlang von Achsen wie Resonanz und Konvivialität, dass das in diesem Transformationsprozess realisiert wird. Und als dritte Kerndimension oder Zieldimension geht es um Wachstumsunabhängigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft auch in diesen Debatten, glaube ich, untergeht. Sozialwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Analysen zeigen ziemlich deutlich, wie umfassend moderne, aber auch kapitalistische Gesellschaften abhängig sind von Wachstum und Steigerung. Was heißt, dass die Abwesenheit von Wachstum und Steigerung zu Krisenprozessen führt und Postwachstum muss mit diesen Wachstumsabhängigkeiten umgehen und entsprechend die gesellschaftlichen Institutionen, die wachstumsabhängig sind, umbauen. Und das sind sehr, sehr viele, angefangen von den quasi mentalen Infrastrukturen, den Autobahnen in unseren Köpfen, die quasi so dieses Wohlstandsversprechen definieren, dem Zitat von Robert Habeck, was ich eingangs kurz erwähnt habe. Es sind auch die physischen Infrastrukturen. Es geht um soziale Infrastrukturen, das Gesundheitssystem, Arbeitsmarkt, das Rentensystem, das Geldsystem, alles wachstumsabhängige Strukturen. Und es geht auch um das Wirtschaftssystem ganz umfassend. Ich habe einmal noch eine Reihe von häufigen Missverständnissen mitgebracht, die in der Debatte um Postwachstum oft eine zentrale Rolle spielen. Ich möchte da gar nicht jetzt en Detail drauf eingehen, aber ich glaube, es ist gut, die vielleicht mit kurz reinzuholen, damit wir uns klar machen, was der Begriff, der oft als provozierender Begriff eingeführt worden ist in die Debatte, was der oft suggeriert, aber eigentlich nicht meint. Postwachstum ist ein Konzept für den globalen Norden und was nicht unbedingt ein Ende des Wachstums und auch ein Ende der Steigerung von auch materiellen Verbräuchen im globalen Süden unbedingt mit implizieren muss. Postwachstum meint nicht Rezession, Autorität oder eine Politik des Weniger, sondern im Gegenteil eine Transformation ökonomischer Strukturen, sodass die das Weniger produzieren und eine Verringerung des Bruttoinlandsprodukts eben nicht als gesellschaftliche Krise und Austerität sich auswirkt. Postwachstum zielt auch nicht auf eine Verringerung des Bruttoinlandsproduktes ab. Das taucht in den Zieldimensionen quasi gar nicht auf, sondern die Verringerung des Bruttoinlandsprodukts ist sehr wahrscheinlich eine Nebenwirkung von effektiver Umweltpolitik. Also von der notwendigen Verringerung von Emissionen ist es eine Nebenwirkung. Postwachstum zielt auch nicht auf die pauschale Schrumpfung aller Wirtschaftssektoren ab, sondern auf selektiv
dass das Gedeihen von spezifischen Wirtschaftssektoren, nämlich diejenigen, die zukunftsfähig sind, und das gleichzeitige Zurückfahren von den Wirtschaftssektoren oder Produktionsbereichen, die maßgeblich auf Luxuskonsum abheben, auf die nicht nachhaltig umgebaut werden können und die vor allem den Verbräuchen einer relativ kleinen Elite dienen. Postwachstum ist auch nicht ein Appell, zurück in die Höhle zu gehen oder technischen Fortschritt, Innovationen abzulehnen. Im Gegenteil, all diese Sachen sind ganz zentral und hier überlappen sich die Vorschläge aus der Postwachstumsdebatte auch in weiten Teilen mit Vorschlägen für grünes Wachstum. Es muss massiv investiert werden in den ökologischen Umbau, aber gleichzeitig eben auch der Rückbau organisiert werden. Und schließlich ist Postwachstum eben auch kein Appell an individuellen Verzicht, sondern ich glaube, das sollte jetzt deutlich geworden sein, zielt maßgeblich auf die Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen ab, die es möglich machen, auch individuell überhaupt erst nachhaltig zu leben, was all diejenigen wissen, wie schwierig das ist, die das innerhalb der heutigen Strukturen versuchen umzusetzen. Zur Frage, wie das jetzt, also wie diese Zieldimensionen erreicht werden sollen, gibt es eine relativ umfassende Diskussion mit sehr, sehr vielen politischen Vorschlägen, die auch mittlerweile relativ stark ins Detail gehen. Ich habe hier eine Grafik aus einem Review-Artikel mitgebracht, der viele Dutzende von Politikvorschlägen vorstellt und die in der Postwachstumsdebatte in der internationalen Literatur genannt werden. Es gibt 10, die relativ weit oben, quasi an der Spitze des Eisbergs genannt werden, die am häufigsten die eine zentrale Rolle in der Debatte spielen. Es gibt aber auch viele andere. Ich möchte jetzt angesichts der Zeit nur 4 kurz rausgreifen und komme dann auch gleich schon zum Ende bald. Der erste ist die Dekommodifizierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Hier geht es um das Recht aller auf Zugang zu sozialer Infrastruktur, wie hochwertige Gesundheitsversorgung, Bildung, Wohnraum, Transport, Internet, erneuerbare Energien und naturnahrhafte Lebensmittel. Oft wird auch ein bedingungsloses Grundeinkommen genannt, was in Teilen der Debatte eine zentrale Rolle spielt. Aber ich glaube, viel wichtiger, viel typischer für die Degrowth-Debatte ist eben dieser Vorschlag einer dekommodifizierten öffentlichen Daseinsvorsorge, die den direkten Zugang zu sozialer Infrastruktur, zu dem, was notwendig für ein gutes Leben ist, als Basisdienstleistung allen zur Verfügung stellt. Zusätzlich kann Geld in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens auch eine Rolle spielen. Aber das Problem bei Geld ist immer, dass es sehr, sehr stark eben an dieser Wachstumsökonomie hängt. Und die Einführung eines Grundeinkommens unter heutigen Bedingungen, gerade wenn es ein hohes, ein teilhabesicherndes Grundeinkommen wäre, würde erstmal natürlich auch die Emissionen steigern. Deswegen müssen diese Vorschläge immer auch kombiniert werden mit anderen Politikvorschlägen. Ein zweites Feld ist das der selektiven Schrumpfung. Ich würde das gerne nochmal hervorheben, weil es eben, glaube ich, besonders typisch ist für die Postwachstumsdebatte und sie auch abhebt, am stärksten abhebt von den Vorschlägen, die sonst in dem ganzen Bereich grüne Industriepolitik, Green New Deal, grünes Wachstum gemacht werden. Von denen eben in der Postwachstumsdebatte viele Sachen auch übernommen werden, aber eben zusätzlich der Fokus sehr, sehr stark auf der Frage liegt, wie können eigentlich selektiv die Wirtschaftsbereiche auch zurückgefahren werden, die eben wie fossile Brennstoffe, Fast Fashion, Werbung, Teile der Luftfahrt, die eben, wo es bisher keine technischen Möglichkeiten gibt, die zu dekarbonisieren. Wie lassen sich eigentlich diese Prozesse des ökologischen Rückbaus, wie lassen die sich konzeptionalisieren? Und wie lassen die sich auch gesellschaftlich organisieren? Was sind Politiken, die das vorantreiben können, eben von CO2-Obergrenzen oder auch Obergrenzen für den Ressourcen- und Materialverbrauch, ökologische Steuerreformen, aber auch Formen, die eben quasi direkt spezifische Formen von besonders ökologisch schädlichen Verbräuchen vielleicht auch einschränken. Ich würde hier ganz kurz erwähnen, dass, glaube ich, es ganz zentral ist, auch so, über sowas zu reden wie das Verbot von Privatjets, was erstmal vielleicht wie eine sehr, sehr kleine Sache erscheinen mag. Aber ich glaube, dass das quasi, um die Debatte über die Notwendigkeit von ökologischer Reduzierung in der Gesellschaft überhaupt erst zu ermöglichen, es notwendig ist, ganz zentral auch bei den besonders hohen Verbräuchen anzusetzen und die Transformation von da aus zu denken, weil anderweitig gar keine gesellschaftliche Legitimität für diese notwendigen Veränderungen in der Gesellschaft überhaupt hergestellt werden kann. Dritter Punkt, Gerechtigkeit. In der Klimabewegung heißt es immer wieder, wir können uns die Reichen oder
also in den Debatten heißt es immer wieder, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr ernst zu nehmen. Bei aktuellen Trends zeigen neuere Studien, werden allein die Emissionen der weltweiten Millionäre, also vor allem ältere weiße Männer, die sehr, sehr viel Geld besitzen, mehr als 70% des gesamten Emissionsbudgets aufbrauchen, das für 1,5 Grad noch bleibt. Und ich glaube, das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich gerade los ist. Also ohne dieses Problem des Verbrauchs, des Konsums der weltweiten Millionäre anzugehen, ist im Prinzip Klimapolitik Makulatur. Und deswegen zielt Degrowth ganz zentral auch darauf ab, die Kaufkraft der Reichen durch Steuern, Abgaben und die Einführung von sowas wie einem Maximaleinkommen tatsächlich auch zu beschränken. Also nicht nur ein Grundeinkommen, Grundauskommen von unten zu organisieren, sondern auch eine Deckelung von oben als im Sinne von quasi Konsumkorridoren, die demokratisch zu organisieren sind. Genau, und als vierten Bereich würde ich ganz kurz Demokratisierung herausstellen. Ganz zentral geht es in der Postwachstumstransformation darum, die Wirtschaft, unsere Arbeitsplätze, aber auch demokratische Institutionen, Verfahren, die Medien, Finanzsektor, öffentliche Dienstleistungen, alle diese Bereiche zu demokratisieren und aus so technokratischen Kontexten herauszulösen. Technokratischen Kontexten, die weitgehend auch bestimmen, dass meistens unter ökonomischen Maßgaben von Effizienz über diese Politikbereiche überhaupt nachgedacht wird. Effizienz und Profitabilität, die oft Politiken nahelegen, die solch einer Postwachstumstransformation im Wege stehen. Studien zeigen, dass Menschen, wenn sie Entscheidungshoheit haben, viel eher Ressourcen einsetzen an den Stellen, wo es das Wohlergehen aller steigert und gleichzeitig auch ökologische Grenzen einhält. Es gibt sehr interessante Studien zu den Klimaräten in Frankreich oder Spanien beispielsweise, die sehr, sehr viele der Postwachstumsvorschläge tatsächlich in diesen Klimaräten in den Vordergrund gestellt haben. Effizienzmaßnahmen sind da ganz zentral mit dabei. So, genau, das vielleicht noch kurz als Begründung nochmal hinterhergeschoben. Eine Grafik, die zeigt, wie ungleich die Emissionen nicht nur weltweit verteilt sind, das ist, glaube ich, den meisten bekannt, sondern eben auch innerhalb der reichen Gesellschaften, innerhalb des globalen Nordens. Hier sieht man auf der linken Seite die verschiedenen Einkommensanteile der Bevölkerung und deren Verbräuche, CO2-Verbräuche, und der kleinste Balken, die unteren 50% der Menschen in der Europäischen Union sind nur für 5% der Emissionen verantwortlich. Also man sieht hier quasi einen massiven Unterschied. 5% zeigt die Notwendigkeit quasi für das Ansetzen bei diesen relativ hohen Verbräuchen. Gleichzeitig zeigen diese Studien auch, dass während die Emissionen der unteren 50% zurückgegangen sind in den letzten 20 Jahren, die Emissionen des reichsten Prozentes sogar noch angewachsen sind. Also auch hier ist quasi der Trend geht sehr deutlich in eine falsche Richtung. Genau, so viel wollte ich jetzt quasi mal in die Diskussion reingehen. Zur Frage der Transformation, das hatte ich eingangs schon kurz erwähnt, ist die Postwachstumsdebatte, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, noch sehr am Anfang, weil angesichts der Größe der Herausforderungen es natürlich besonders schwierig ist, darüber nachzudenken, Konzepte zu entwickeln, wie eigentlich diese Transformation zu bewerkstelligen ist. Ich würde Postwachstum einordnen. Das ist die zentrale Grafik der D20 2030 oder 2045 Szenarien. Und ich würde es einordnen zwischen nachhaltigem Systemumstieg und radikalen Kompromissen. Und in diesem Sinne vielleicht auch noch mal kurz hinweisen auf ein ähnliches Szenarienprojekt, was wir mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie vor 3 Jahren gemacht haben. Für diejenigen, die das interessiert, wo wir versucht haben, diese Frage der Transformation nochmal genauer auszubuchstabieren. Ein sehr starkes kooperatives Projekt, wo es um die Kooperation mit unterschiedlichen sozialen Bewegungen geht. Soziale Bewegungen, glaube ich, spielen eine ganz zentrale Rolle in dieser Art und Weise, wie wir über Postwachstum und die Transformation nachdenken.
Nur damit würde ich es belassen und bin sehr gespannt auf die Diskussion gleich. Ganz vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Das war jetzt natürlich ein großer Ritt, aber die Frage war natürlich auch groß gestellt. Danke dafür, dass du uns nochmal geführt hast zu den Hauptsträngen der Postwachstumsdiskussion, den Fehlern und Irrtümern, die man vermeiden sollte und auch den Ansätzen, die denkbar sind für eine Transformation der Gesellschaft. Vielen Dank dafür. Wir gehen jetzt weiter und Claudia, du hast natürlich jetzt die wunderbare Aufgabe, aus dieser hohen Flughöhe runterzukommen. Und da bist du, glaube ich, doch auch stark Praktikerin, wirklich in diesem Bereich der Gemeinwohlökonomie, wo solche Fragen wahrscheinlich im Ansatz auch diskutiert werden. Und ich bin ganz gespannt, wie du die Diskussion wahrnimmst, wo du Schwierigkeiten siehst und wie du diese ganze Debatte aus deiner Perspektive einschätzt. Claudia, du bist dran. Ganz lieben Dank. Und in der Tat muss ich gestehen, dass ich wahrscheinlich jetzt ein kleines Kontrastprogramm habe oder das, was mir jedenfalls an Gedanken in den Kopf gekommen ist, als Matthias gerade vorgetragen hat, der ja so einen Überblick gibt über die verschiedenen Strömungen und Bewegungen. Und das Konzept der Gemeinwohlökonomie ist, würde ich sagen, eines dieser Ansätze, die in dieses Feld der Postwachstum eben hineinfallen und sich mit der Frage beschäftigt, so wie die Wirtschaft gerade läuft, kann es nicht bleiben, denn das sehen wir an verschiedenen Indikatoren, dass das ökologisch, aber auch unter sozialen Aspekten einfach in die Irre führt oder Verwerfungen aufwirft, die letztendlich niemanden, außer er oder sie schottet sich gut ab, dienen kann. Und die auf der anderen Seite aber eben sagt, ja, wie kriegen wir aber den Turnaround hin? Also woran liegt das eigentlich? Und wie können wir dann aber auch tatsächlich direkt ins Handeln kommen beziehungsweise Impulse setzen, damit eine Veränderung passiert? Und wie also diesen Verwerfungen, die wir erleben, die sich in Studien widerspiegeln, wie denen, die Matthias gerade von den Ergebnissen her gezeigt hat, dem etwas entgegensetzen. Und da hat eben die Gemeinwohlökonomie, Initiator war der Christian Felber, der auch namentlich sehr bekannt ist und das entsprechende Buch auch geschrieben hat, mit einigen Menschen, unternehmerischen Menschen, insbesondere eben den Ansatzpunkt der Wirtschaft gesehen, weil einfach jeder Mensch, Lebensweise spiegelt sich auch in der Art und Weise, wie wir auf dem Markt agieren. Und hat diese Gruppe hat eben überlegt, wo setzen wir denn an, woran liegt es denn eigentlich? Und da waren auch etliche Unternehmer dabei und haben gesagt, naja, es liegt auch an den Steuerungsmechanismen, beziehungsweise es liegt eben auch an den Theorien, die wir zugrunde legen, wenn wir über Politik im wirtschaftlichen Kontext reden oder eben über die Gestaltung oder die Ausgestaltung von unternehmerischer Tätigkeit, nämlich der Ansatzpunkt oder die grundlegende Idee ist hier, dieser alte Spruch, der manchmal Peter Drucker zugeschrieben wird, aber angeblich doch von Wanda stammt, nämlich what gets measured gets done. Oder auch if you can measure it, you can manage it. Also diese Frage, naja, man kann immer das managen, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet, was man beobachtet, was man also misst. Und das versucht man dann eben zu beeinflussen und kann dann daran ablesen, ob man Erfolg hat oder nicht. Und wir folgen eben seit langen Jahren dem Ansatz, dass man Fortschritt oder auch Wachstum messen kann an Finanzkennzahlen oder auch an harten Kennzahlen. Allem das, was man zählen, messen, wiegen kann. Und das wird immer schwierig, wenn es um so abstrakte Begriffe geht wie Wohlstand oder Wohlfahrt. Das ist nämlich nur indirekt oftmals abzulesen, weil einfach persönliches, subjektives Wohlbefinden sich ganz schwer transportieren lässt in Maßzahlen. Also natürlich kann man die Temperatur messen eines Menschen und sagen, du hast gerade kein Fieber, also geht's dir gut. Ob der Mensch aber glücklich ist, ist eine andere Frage. Man kann den Kontostand messen, aber auch das beantwortet nicht die Frage, ob ich sage, mir geht's gut. Und das jetzt wiederum in den unternehmerischen Kontext gestellt, dieses Thema, heißt, naja, wenn wir alles, also ich vereinfache jetzt hier ein bisschen,
wirtschaftlichen Erfolg oder auch den Beitrag von Wirtschaftssubjekten zum Wohlstand unseres Landes daran messen, wie erfolgreich sie sind. Und da hat es ja in den letzten Jahren auch mit verschiedenen Konzepten, es gab ja mal den Ansatz des Shareholder Values, sehr stark daran festmachen, wie sich das Kapital mehrt oder eine Organisation Gewinn generiert. In dem Moment fallen viele Tätigkeiten des Wirtschaftsfeldes aus dem Blickfeld, wie beispielsweise die Sorgearbeit. Und hoppla, da sind wir plötzlich beim Thema Feminismus, auf das ich gerade nicht eingehen will. Nichtsdestotrotz wird daran klar, dass ein Stück weit wir in der Betrachtungsweise von Wirtschaftstätigkeit vielleicht ein bisschen anders rangehen müssen. Und da kamen die Ideen dazu, wir sollten, wenn wir über Wohlfahrt reden, oder wir nennen es Gemeinwohl in der Gemeinwohlökonomie, daher auch der Name, wir sollten vielleicht ein Stück weit darauf referenzieren, was wir denn eigentlich meinen und da definieren und da andere Maßgaben und Kennzahlen oder Indikatoren identifizieren, die uns weiterhelfen, die sich nicht nur an Finanzkennzahlen oder an ähnlichen KPIs, wie man ja auch sagt, festmachen. Und daraus ist eben das Konzept entstanden, zu sagen, lasst uns doch Gemeinwohl ein kleines bisschen konkretisieren anhand dem, was vielleicht auch schon Menschen vor uns identifiziert haben. Und der Referenzpunkt, den wir bei der Gemeinwohlökonomie nehmen, ist tatsächlich der Referenzpunkt von grundlegenden Werten unserer Gesellschaft. So grundlegende Werte wie Menschenwürde, so grundlegende Werte wie Solidarität, so grundlegende Werte wie Einbeziehung, Teilhabe oder auch Transparenz über politisches Geschehen oder Einsichtnahme in wichtige Fakten, die für Entscheidungen einfach erforderlich sind, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und damit verbunden die Frage, inwieweit sollte Wirtschaft, die auch laut Grundgesetz und das nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in anderen Ländern definiert ist, in einer dienenden Rolle dazu beitragen, dass es den Menschen gut geht. Und übrigens auch im Grundgesetz, dessen Geltungsbereich natürlich sich auf Deutschland bezieht, steht nicht drin, die Wirtschaft dient dem Menschen nur in Deutschland, sondern da steht drin, Eigentum verpflichtet und dient dem Gemeinwohl der Menschen. Klammer auf, da steht, wie gesagt, das darf sich auch auf Menschen in Asien, Afrika und anderen Ländern der Welt beziehen. Und daraus erwächst eigentlich eine Verantwortung. Und daraus erwächst eben auch eine Forderung. Und das ist das, was wir mit den Instrumenten, die wir konkretisieren und dann eben auch in Unternehmen, aber auch in Kommunen oder auch andere Organisationen tragen, darin, dass wir sagen, unternehmerische Tätigkeit hat eine Verantwortung. Corporate Social Responsibility. Nämlich Verantwortung dafür zu übernehmen, dass diese Werte, insbesondere die vorhin genannten vier Werte inklusive ökologischer Nachhaltigkeit, gegenüber allen Berührungsgruppen einer Organisation oder Stakeholder, nennt man es neudeutsch, auch tatsächlich ausgeübt werden. Und hier beginnt jetzt eben genau die Frage der Ansatz. Wir befürworten, und das ist das, was wir in die Organisationen hineintragen, die wir beraten, wir befürworten, dass Organisationen in ihren Praktiken, in ihrem täglichen Tun, in ihren Beschaffungsrichtlinien, in dem Umgang mit ihren Mitarbeitenden, in den Auswahlprozessen mit den Partnern, mit denen sie zusammenarbeiten, eben die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Werte tatsächlich gelebt und vorgelebt werden. Das heißt, umgekehrt, wie können wir es eigentlich verantworten, wenn wir doch den Anspruch haben, ethisch zu wirtschaften? Wie können wir es verantworten, dass es Missstände in der Lieferkette gibt? Wie können wir es verantworten, dass unsere wirtschaftlichen Aktivitäten, zum Beispiel in Form von Emissionen, Auswirkungen auf Menschen haben in der Welt, ob jetzt die Anrainer nebenan, die Lieferanten oder wer auch immer, die wir selber nicht haben wollten? Also die Maxime, tue niemals anderen was an, was du selber nicht möchtest, dass es dir passiert. Und das ist dieses eigentlich simple Konzept der Gemeinwohlökonomie. Ganz konkret bringen wir das in die Wirtschaft hinein, indem wir einen Fragenkatalog entwickelt haben, mit dem Organisationen anhand dieser vier Werte und bezogen auf alle ihre Berührungsgruppen ihre Unternehmen durchleuchten und analysieren können.
Das Ergebnis in einem Nachhaltigkeitsbericht, der sehr wohl strukturiert ist an eben dieser Matrix, die sich ergibt, wenn man die Werte überschneidet mit den Berührungsgruppen und daraus sich eben nicht nur eine Bestandsaufnahme der aktuellen Gemengelage einer Organisation, wohlwissend, dass es da immer auch Kompromisse geben muss, ergibt, sondern wo sich oftmals eben dann zeigt, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderliegen und wo da aber eben auch die Felder sind, wo man besser werden kann. Und daraus entwickeln sich dann Nachhaltigkeitsstrategien. Und daraus entwickeln sich für Unternehmen, genauso wie Kommunen, dann eben mögliche Impulse, wie man die nachhaltige Entwicklung einerseits der Organisation direkt, aber natürlich auch der Beitrag der Organisation für das Umfeld, für die Gesellschaft, für die Welt verbessert werden können. Und das ist der Ansatz, in dem sich Postwachstum nicht als Ziel sozusagen wiederfindet, aber als in Aspekten oder in Teilbereichen natürlich auch, hier immer wieder die Frage kommt, beispielsweise, welche Produkte oder Dienstleistungen bietet eine Organisation an? Und braucht diese Produkte eigentlich irgendjemand? Wirken die wirklich auf die Lösung gesellschaftlicher Fragestellungen oder menschlicher Bedürfnisse hin? Und wenn nein, braucht es das wirklich? Oder auch die Frage, in welchem Umfang benötigt man bestimmte Sachen? Oder inwieweit gibt es bestimmte Industrien, wo einfach der Markt gesättigt ist und wo sich damit ein Preiskampf stellt? Und die Frage, nützt das eigentlich der Gesellschaft, wenn wir immer noch mehr Marmeladegläser in die Supermärkte stellen? Würde es da nicht eher vielleicht eher auf die Qualität ankommen? Qualität anhand der darin verarbeiteten Vorprodukte, die vielleicht ökologisch höherwertiger oder auch unter besseren sozialen Standards hergestellt werden als bisher, etc. pp. Also die Fragestellung nach Degrowth oder Postwachstum ist für uns eher die Frage, was ist denn sozusagen das qualitative Wachstum in der Lebensqualität aller Menschen auf der Erde? Und da sind wir mit der gleichen Zielsetzung unterwegs, wie auch die übrige Bewegung. Nämlich, wie können wir sicherstellen mit unseren wirtschaftlichen Aktivitäten, dass ein gutes Leben für alle auf der Welt möglich wird, unter Einhaltung der planetaren Grenzen. Das kann aber durchaus heißen, dass bestimmte Branchen noch gut wachsen können und dass insbesondere eben die Produkte und Dienstleistungen, die heutzutage oftmals noch strukturell benachteiligt sind, weil sie eben höheren Wert legen auf bessere soziale Standards oder bessere ökologische Standards innerhalb unseres aktuell existierenden Ordnungsrahmens noch benachteiligt sind, weil zum Beispiel damit höhere Kosten einhergehen, weil die einfach eingepreist sind und weniger Gänsefüßchen Nebenwirkungen auf die Gesellschaft haben, die nicht eingepreist sind als andere Anbieter, dass solche Hürden und solche Ordnungsrahmen eben entsprechend auch angepasst werden. Und das ist die Zielrichtung, die die Gemeinwohlökonomie verfolgt. Und damit sind wir dann eben auch im politischen Feld tätig und tragen zu der Debatte, wie kommen wir denn überhaupt weiter mit unserer Gesellschaft auch bei. Dann würde ich an der Stelle erstmal herzliches Dankeschön sagen. Das ist genau der Punkt, den wir benötigen jetzt für deinen Bereich, Claudia. Das sind die Fragen. Ich würde, bevor wir die allgemeine Diskussion starten, also wenn ihr Fragen habt, bereite schon mal vor, ihr könnt euch gleich melden. Ich hätte dann den Wunsch, das ein bisschen nochmal auch im Hinblick auf unsere Szenarien die Fragen zu stellen. Ich möchte aber erst nochmal in die Runde fragen, ob es zum Vortrag von Matthias als auch von Claudia nochmal Nachfragen gibt. Wenn das der Fall wäre, dann bitte jetzt melden, bevor wir dann in die allgemeinere Diskussion einsteigen. So, wenn ich es richtig sehe, ich habe gerade hier keine richtige Ansicht, dann gibt es momentan keine aktuellen Wortmeldungen. Ich würde dann gerne nochmal mit einer Frage starten, Matthias. Da bin ich auch zu wenig firm. Du überblickst, glaube ich, ganz gut die aktuellen Diskussionsstränge. Könntest du vielleicht noch mal zusammenfassend sagen, gibt es sozusagen
aktuell eine Hauptlinie, um bei dem Thema Postwachstum vorwärts zu kommen? Gibt es Hauptansatzpunkte national oder auch im europäischen Kontext? Oder ist das noch zu diffus? Du hast gesagt, die ganze Bewegung befindet sich ja eigentlich noch in einer Anfangsphase. Aber das würde mich trotzdem noch mal interessieren. Genau, ich kann gerne was dazu sagen. Gerne. Also was Postwachstum ist, ist gar nicht so leicht zu beschreiben, weil erstmal vor allem ist es ein Konzept, was eben auch sehr, sehr viele Verbindungslinien zu anderen Konzepten aufmacht. Und ich würde da vielleicht mal kurz an das, was Claudia gesagt hat, anschließen. Also die Gemeinwohlökonomie spielt auf jeden Fall in einigen der Postwachstumsvorschläge eine relativ zentrale Rolle. In Deutschland gab es ja auch enge Zusammenarbeiten. Wir hatten ja vor einigen Jahren auch dieses Netzwerk Ökonomischer Wandel gemeinsam mit Christian Felber gegründet und auch noch anderen alternativökonomischen Ansätzen wie eben den Commons, also diesem Ansatz, der versucht, Commons und Commoning als zentrale Prozesse alternativen Wirtschaftens in den Vordergrund zu stellen, aber auch Ansätze, die eher Richtung solidarische Ökonomie gehen. Also diese genossenschaftlichen Ansätze, Ansätze des kollaborativen Wirtschaftens oder auch tauschlogikfreie Form des Wirtschaftens. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kontext, die Suchbewegung, die Postwachstum auszeichnet, eben zu versuchen, auf diese grundlegenden Fragen, wie man eigentlich eine Ökonomie, die nicht wachstumsabhängig ist und trotzdem viel Wohlstand herstellen kann, wie man das eigentlich organisieren kann. Da gibt es eine große Offenheit und den Versuch, Verbindungslinien aufzubauen zu allen möglichen anderen Kontexten. Und das wäre jetzt so für den deutschen Kontext skizziert. Ich glaube, international ist vielleicht am zentralsten die Verbindungslinien, die also wissenschaftlich in den ganzen Bereich der ökologischen Ökonomik reingehen, wo das eine relativ zentrale Rolle spielt mittlerweile. Also ein großer Teil der ökologischen Ökonomen, also die Ökonominnen und Ökonomen, die sich zentral mit der Frage von der Verbindung von Wirtschaft und Umwelt beschäftigen, arbeiten sehr eng mit diesem Postwachstumskonzept, die meisten auch eher affirmativ als kritisch. Dann gibt es zentrale Verbindungslinien zur Donut-Ökonomie, den Vorschlag von Kate Raworth, der auch eben sehr, sehr viele Verbindungslinien aufmacht, und zu vielen, vielen anderen Konzepten. Wer die Akteure dahinter sind, ist auch nicht so leicht zu sagen. Es gibt zum einen eben wissenschaftliche Akteure, dann gibt es eine Reihe von eher so Thinktanks, NGOs, aber bisher sind es nicht die großen. Und es gibt Ansätze, das in den politischen Raum reinzutragen. Da sind wahrscheinlich das Wichtigste die Beyond-Growth-Konferenzen, die vor allem im Europäischen Parlament vor 2 Jahren stattgefunden hat, sehr prominent. Ursula von der Leyen hat die Eröffnungsrede gemacht. Also da gibt es durchaus Versuche, in diesen politischen Raum reinzukommen. Gleichzeitig ist es aber nicht unbedingt auch so ein Weg, der von sonderlich, also der ist sehr, sehr widersprüchlich, würde ich mal so sagen. Wenn man sich das aus der historischen Perspektive anschaut, war beispielsweise in Deutschland, gab es eine viel, viel stärkere wachstumskritische Debatte im politischen Raum in den 1980er und frühen 1990er Jahren, als es heute der Fall ist, wo es ein sehr, sehr starkes Insistieren darauf gibt, eben, dass jede Form der Wachstumskritik auch gleich ein Weggehen von Fortschritt und Ähnlichem ist. Also das ist ein bisschen die Gesamtlage, glaube ich, vor der sich der aktuelle Stand der Debatte. Gleichzeitig gleichzeitig wird zunehmend von mehr und mehr Wissenschaftlerinnen anerkannt, dass Szenarien, die ungefähr die Rahmenbedingungen von Postwachstum erfüllen, notwendig sind. Deswegen spielt es auch beispielsweise im IPCC-Bericht, in einigen der Kapitel eine ganz zentrale Rolle, also Maßnahmen für nachfrageseitige Reduktionsmaßnahmen, die nicht nur dabei ansetzen, Effizienz zu steigern, sondern auch direkt Verbräuche zu reduzieren in bestimmten Bereichen. Verkehr, Ernährung, Wohnen sind so die zentralen Bereiche, wo das tatsächlich ganz wichtig und notwendig ist. Da wird es zunehmend anerkannt. Deswegen ist mir, glaube ich, ein bisschen an so einem Zwischenpunkt, wo noch nicht klar ist, wer eigentlich die Akteursgruppen sind, die mit diesem Konzept arbeiten. Und ich glaube auch, dass es vielleicht am vielversprechendsten ist, auch darauf zu schauen, dass dieses Konzept sich in zunehmend mehr Akteursgruppen einschreibt.
und mehr Akteursgruppen anfangen, damit zu arbeiten, als dass jetzt da zu Postwachstum neue Gruppen mit diesem Label entstehen, was ja eben eine Provokation ist und, glaube ich, auch mit diesem Label gar nicht in irgendeiner Form mehrheitsfähig werden kann. Ja, danke. Ich gucke nochmal in die Runde. Wenn es Wortmeldungen gibt, wäre jetzt die Gelegenheit. Ich würde jetzt dann nochmal gern eine Nachfrage an beide stellen. Im Rahmen unserer D2045-Szenarien gehen wir von Zielkonflikten in dieser Gesellschaft aus. Und das haben wir ja, sagen wir ganz vereinfacht gesagt, auch die aktuelle Diskussion. Da gibt es sozusagen die Verbotspartei. Und dann gibt es die Freunde der Freiheit mit Technologieoffenheit. Was will ich damit sagen? Wie schaffen wir in dieser Gesellschaft, die wir gerade sehen und erleben, Anreizsysteme für eine Bewegung hin zu einer Transformation? Klimagesetz schreibt die Klimaneutralität 2045 vor. Wie schaffen wir das im Energiesektor, im Frage-Mobilitätssektor? Wie könnte das aussehen? Also wie kriegen wir Motivation? Wie kriegen wir Anreizsysteme hin? Wie kriegen wir neue Allianzen hin? Für mich war das einfach ein schönes Beispiel, dass erstaunlich dann doch der BDI und NABU gemeinsam sich für CCS ausgesprochen haben. Also da geht man sozusagen über bestimmte Denkrichtungen hinaus und versucht angesichts der Situation, die man vielleicht gemeinsam so einschätzt, neue Wege zu gehen. Also meine Frage auch an alle Teilnehmerinnen heute der Futures und natürlich euch beiden, Claudia und Matthias, wirklich eine sehr konkrete Frage, wo wir auch noch keine Antworten haben. Also was könnten Anreizsysteme sein? Woher kommen die? Welche Rolle kann Staat, welche Rolle können Gruppen, Communities, andere Akteure spielen? Bitte. Claudia, du hast schon die Hand ein bisschen hochgehoben. Genau, ich zucke schon, weil in der Tat, ich glaube, wir haben, also meiner Wahrnehmung nach, haben wir immer noch ein Stück weit ein Vermittlungsthema. Ja, die Klimakrise ist, glaube ich, inzwischen bei der Gesellschaft angekommen. Und ja, es gibt immer noch genügend Menschen, die sagen, ach, ist mir egal, ich habe genügend andere Themen in meinem Leben, das ist mir jetzt nicht so wichtig, ich konzentriere mich auf andere Dinge. Und es gibt auch welche, die sagen, das kommt mir jetzt aber gar nicht gut, ich tue jetzt mal so, als ob es das nicht, also als tue so, als ob ich das nicht zur Kenntnis nehme und leugne das. Nichtsdestotrotz ist ein Bewusstsein da. Aber was noch fehlt, ist, ein Pack an. Also immer wieder dieses, ja mal angenommen, ich könnte was tun, aber oder ich will was tun, aber was kann ich denn tatsächlich tun? Und dann haben wir einfach in unserer Gesellschaft doch bestimmte Narrative. Nämlich Narrative darüber, was schön ist. Und Narrative darüber, was gut ist. Und das ist ganz eng verknüpft mit materiellen Dingen. Und das ist ganz eng verknüpft damit, viel zu haben. Und das lenkt teilweise davon ab, was wir sind. Und das heißt, es kam hier gerade auch in dem Chat schon, wir müssen auch wieder bei den einzelnen Menschen anpacken und darüber reden und Aufmerksamkeit darauf lenken, nicht nur auf das, was wir einfach nicht mehr benötigen oder wovon wir weniger tun müssen. Also dieses Postwachstum heißt ja weniger Wachstum oder womöglich gar keins oder sogar negatives Wachstum, um wieder in die planetaren Grenzen und sozialen Grenzen zurückzukommen. Sondern darüber reden, was es zu gewinnen gilt. Worauf ich hinaus will, ist, wir müssen stärker positive Narrative erzeugen. Also es gibt diverse Projekte, hier kam gerade das mit den Zukunftsvisionen 2048, die Scientists for Future haben Zukunftsbilder, die wissenschaftlich basiert sind, entwickelt. Also ich kenne mehrere Institutionen, die sich eben mit positiven Zukunftsvisionen auseinandersetzen und dabei sagen, wir spinnen uns jetzt nicht irgendwas zusammen, sondern wir suchen mal all das zusammen, was bereits heute irgendwo in der Welt existiert und machbar ist und wo es auch schon konkrete Beispiele gibt. Es gibt auch Filme wie Die Welt ist voller Lösungen, wo konkrete dokumentarische Sachen zusammengetragen werden. Und wenn man das alles sieht, dann hat man allen Grund zur Hoffnung und ganz klar die Möglichkeit zu sagen, eine bessere Zukunft wartet auf uns. Eine Zukunft, in der es weniger Krankheiten gibt, in der es vielleicht auch weniger Burnout gibt, in der ich vielleicht auch in meiner Wohnung weniger putzen muss, weil ich einfach weniger Sachen habe. Da ist eine ganze Menge Positives dabei.
Wir müssen, glaube ich, darüber reden, was es zu gewinnen gilt. Und da geht es ein Stück weit darum, die Aufmerksamkeit auf diese positiven Dinge mehr zu richten. Und ich erlebe eben gerade auch jetzt, um auf den wirtschaftlichen Kontext zurückzugehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ja, ich möchte gerne was tun, aber ich bin ja irgendwo dem Markt und mit meinem kleinen Unternehmen oder meinen Aktivitäten auch ausgeliefert, was die Kräfte in einer globalisierten Welt sind. Aber wenn man dann eben, und das erleben wir in diesen Gemeinwohlbilanzen, wenn man dann ein bisschen genauer hinguckt und auch aus diesem abstrakten Konzept der Nachhaltigkeit, was viele ganz stark auf die Ökologie nur beziehen, wirklich nochmal ganz konkret darauf hinweist. Und deswegen ist diese Matrix, die wir entwickelt haben, so konkret und damit so greifbar. Wenn da konkret gefragt wird, wie hoch ist denn der Krankenstand bei dir in der Organisation? Ist das überdurchschnittlich gegenüber anderen Organisationen? Hast du dir mal Gedanken gemacht, was du ändern kannst und woran das liegt? Dann plötzlich fallen ganz viele Pünktchen und low-hanging fruits ein und plötzlich sehen Unternehmer oder auch Mitarbeitende in Unternehmen, dass sie ganz viel machen können. Und daraus entsteht eine Selbstwirksamkeit. Und wenn man einmal anfängt und irgendwas macht, keine Ahnung, den zweiten Mülleimer aufstellt, um Mülltrennung zu machen, was man bisher nicht gemacht hat, wo man glaubt, das gibt's doch gar nicht. Doch es gibt ganz viele kleine Sachen. Und wenn man über diese kleinen Sachen hinweg erlebt, dass man was verändern kann und dass es auch Wirkung zeigt und dass es, by the way, oftmals auch Maßnahmen sind, die zu Kostenreduktionen, also sprich zum unternehmerischen und ökonomischen Zugewinn beitragen, dann plötzlich kommt man auch an Kernfragen, nämlich an die Fragen, wie ist denn eigentlich unser Geschäftsmodell? Und wenn wir jetzt mal die anerkennen, dass die Welt sich verändern wird, sowohl die Gesetzeslage als auch schlichtweg die Klimasituation in Deutschland, die Verfügbarkeit von Wasser, das wir aber für unsere Produktion benötigen, oder dass vielleicht wir realisieren müssen, dass über den CO2-Preis auch unsere Kosten steigen. Wie können wir uns denn proaktiv darauf einstellen? Dann kommt man zu so Diskussionen wie Geschäftsmodell, Adressierung und dann kommen die wirklich strategischen Diskussionen in Organisationen und Unternehmen auf, darüber, ja, wie darf man ich dich noch mal kurz unterbrechen, Kompetenzen besser lenkt. Ja. Damit es gibt jetzt zumindest schon mal, damit die Diskussion ein bisschen noch geöffnet wird. Danke erstmal für deine Ausführung. Wir sollten das Kleine natürlich nicht missachten. Ich würde gern Hans Holzinger und Frank bitten, vielleicht auch Henning Riegel, wenn er doch noch was zu sagen hat. Wenn wir machen das hintereinander weg für eine gemeinsame Diskussion, also Hans, Frank und vielleicht auch Henning, dass er vielleicht am Anfang kurz was zu euch sagt und bitte eure Fragen loswerdet. Ja, hallo, danke Klaus für die. Ich komme von der Robert-Jung-Politik für Zukunft in Salzburg und bin jetzt im Thema drin, etwas mein Buch Wirtschaftswende fertig geworden ist. Also ich finde aus Sicht der Transformationsforschung spannend, wie aus solchen Pionierprojekten wie die Gemeinwohlökonomie dann institutionalisierte Regelungen kommen, wie jetzt die erweiterten Berichtspflichten für Unternehmen von der EU, wo der faire Handel den schon lange gibt und jetzt gibt es sozusagen Lieferkettengesetze von der EU, die für zumindest größere Unternehmen vorgeschrieben werden. Und ähnlich sieht es, was Matthias eben erzählt hat, sozusagen, wenn wir neue ökonomische Konzepte haben oder ökonomische Erzählungen, dann geben sie auch dem Diskurs ein neues Framing. Also in der Degrowth-Ökonomie, so wie ich sie kenne, spielt ja eine große Rolle der Fokus auf eine gute Grundversorgung für alle. Ja? Da kann man auch wieder Menschen mitnehmen, die vielleicht sich jetzt benachteiligt fühlen oder Angst haben, hinauszufallen. Ja? Und wenn man sozusagen den Fokus auf das verändert, dann entsteht ein neues Bild in der Öffentlichkeit, wie man über Wirtschaft diskutieren kann und kommt vom Weg von dem Wachstum, geht ja nicht, der Kapitalismus ist in einem Wachstumszwang unterworfen, sondern einfach den Fokus auf etwas anderes richten. Und von daher finde ich den jetzt noch kleinen Zweig der Postwachstumsökonomie, aber der weiterhin wachsen wird und auch in sozialen Profil auch eine wichtige Rolle. Ja. Danke dir. Ich habe jetzt mal. Wie weit schon in die Politik hinein, glaube ich, ist in Deutschland weniger in die Matthias mit der Politik noch hingekommen. Aber auch bleiben, ja, bleiben. Danke. Also der Reihe nach wäre jetzt in meiner Rangfolge Frank, Henning und Klaus. Ja, gerne. Kann man mich hören? Ja.
Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch nochmal an alle Vortragenden. Ich bin auf der einen Seite ganz bei Claudia, dass jeder anfangen muss, was zu tun, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Auf der anderen Seite, was mir in der gesamten politischen oder auch ökonomischen Debatte im Moment so ein bisschen fehlt, ist, dass dieser notwendige Umbau nicht ohne Härten funktionieren wird. Also das einfache Beispiel von Claudia, alle konsumieren ein bisschen weniger, hat einen unglaublichen Impact auf die Wirtschaft. Wenn das jetzt alle tun würden, ne, dann würden auf einmal Industrien in unserem jetzigen System, das ist damit noch nicht geändert, hätten dann Unterbeschäftigung, es würden Leute entlassen, Arbeitslosigkeit etc. Ne? Also dieses ganze Thema, dieser von dem heutigen Punkt zu einem anderen, auch wenn andere Industrien entstehen werden, andere gehen, aber auf der persönlichen Ebene wird das zu großen Verwerfungen, zu sozialen Härten, zu einem Umbau der gesamten Gesellschaft führen, der mindestens, sag ich mal, so massiv ist wie in der industriellen Revolution auch die gesellschaftliche Umwerfung. Und da haben wir es ja erlebt, ne? Wir können die Geschichte gucken. Wenn man irgendwie 1880 die herrschende Schicht gefragt hätte oder das Bild gemacht hätte, wie die Welt 1950 aussieht, dann wäre das ja eine Geschichte vom Mond gewesen, die kein Mensch geglaubt hätte. Ne? Aber genau in sowas werden wir uns jetzt wieder reinbewegen an der Stelle. Und diese Vorbereitung der Menschen darauf, auch durch die Politik und andere, dass das unausweichlich ist, aus meiner Sicht, aufgrund des Zeitdrucks, den wir handeln müssen, der fehlt mir völlig. Dieser Glaube, das kann irgendwie sanft oder smooth gehen, das kommt überhaupt nicht vor. Das wird auch von den Menschen weggehalten an dieser Stelle. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der stärker rein muss. Der soll keinen davon abhalten, was zu tun, weil es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass jeder anfängt oder so viel wie möglich. Trotzdem wird es halt auf dieser persönlichen Ebene zu diesen Härten kommen. Und das ist jetzt nur die Deutschlandsicht. Wenn ich jetzt nochmal das ganze internationale Thema mit dem Nachholbedarf in Indien, wenn man sieht, dass da jetzt die Stahlkapazitäten ähnlich wie in China vor 20 Jahren sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren verdoppeln werden, da haben wir nochmal ein ganz anderes Thema in einem 1,4 Milliarden Land, was dieses globale Thema sozusagen alle Fortschritte, selbst wenn wir unser Ziel erreichen, hier in Deutschland, die ja weggewischt werden. Dann letztendlich von dem, was da letztendlich passiert. Das ist ja nochmal eine Dimension, die oben drauf kommt, die man natürlich auch besprechen muss. Was ist unsere Aufgabe eigentlich? Wir haben uns was genommen, da eventuell was zurückzugeben an der Stelle von unserem Wohlstand, um da vielleicht einen Umbau zu ermöglichen, der klimaneutraler ist. Frank, vielen Dank dafür. Das ist sicher vollkommen richtig. Das wird nicht ohne Friktion, ohne Konflikte gehen. Henning, du wärst der Nächste, bitte. Hallo, vielen Dank. Henning Rieke, ich bin bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik für strategische Vorausschau zuständig. Wir machen Ausbildung, wir machen Netzwerke, bearbeiten mit Netzwerken und wir machen Projekte. Ich hatte eben eigentlich die Frage stellen wollen, die Klaus gestellt hat, ein bisschen auf einer anderen Ebene. Du hast gefragt, mit Blick auf die verfasste Gesellschaft gewissermaßen, wer Akteure sind, die mitspielen. Ich hätte eher auch nach dem Menschen gefragt. Claudia Schleicher hatte freundlicherweise meine Frage beantwortet, so ein bisschen. Aber der Punkt ist schon der, dass viele Leute, die jetzt ein Verständnis entwickeln sollen, weniger zu konsumieren, was ein Identitätsproblem ist. Das kann man nicht anders sagen. Also der Blick auf Erfolg wurde gesagt im Chat, aber wer bin ich denn, wenn ich nichts habe? Wer bin ich, wenn ich bestimmte Trends nicht mitmachen kann, die mit Produkten verbunden sind? Das ist ein sehr großer Wandel, der sehr individuell anfangen muss. Und da ist möglicherweise tatsächlich Gemeinwohl oder das Verständnis von Gemeinschaft oder ein wachsendes Verständnis, dass man Gewinn im Leben aus anderen Impulsen ziehen kann als aus Konsum natürlich vielleicht ein Vehikel. Was ich aber anbringen wollte, war, und das ist eher eine Anmerkung mit Fragezeichen, das Ganze hat natürlich eine enorme zeitliche Streckung. Und ich weiß nicht, inwieweit das in unserem Diskurs hier so richtig klar ist, dass die Leute, die ihr Verständnis wandeln müssen mit Blick auf Konsum, das sind natürlich auch schon wir, aber das sind Leute, die in zwei, drei Generationen geboren werden, auch, ja. Das heißt, es ist eine Entscheidung, die jetzt getroffen wird. Wenn ich jetzt hier verzichte
und merke nicht viel Gutes davon, weil immer noch mein Tal überflutet wird oder weil immer noch die Europäische Union halb unbewohnbar wird durch die Hitze, dann mache ich das für Generationen, die 100, 200 Jahre weg sind. Und das ist, da Anreize zu finden oder das Verständnis dafür zu wecken, dass man einen epochalen Wandel tatsächlich vorantreibt. Umgekehrt eben auch die, wie bringen wir den jetzt sehr jungen Leuten schon bei, dass man, oder wie, ohne jetzt didaktisch sein zu wollen, aber wie leben wir vor den jetzt schon jungen Leuten, dass sie glücklicher sind, wenn sie weniger haben? Und da gibt es gerade, glaube ich, also in der Etage der sozialen Medien gibt es ganz unterschiedliche Messages auf beiden Seiten. Ja. Und das sind Aufgaben, die man aber in dieser Weite verstehen muss. Und dann kann man auch, vielleicht muss man konstatieren, dass Trade-offs für Individuen, die über eigentlich Jahrhunderte hinweg über die Folgen ihres Handelns nachdenken müssen, schwer zu etablieren sind. Ja, das ist keine richtige Frage, aber ich weiß nicht, ob wir diesen zeitlichen Verzug mitdenken. Danke auch dafür. Wir sind ja auch mitten in einer gemeinsamen Diskussion. Ich versuche ein bisschen zu ordnen, erstmal nur der Reihenfolge nach Klaus und dann käme Franziska. Und Also dann, ja. von meiner Seite vielen Dank, Klaus. Vielen Dank an alle Vortragenden. Es war sehr, sehr interessant und sehr spannend. Ich bin auch ganz schnell wieder fertig. Frank, die Härten, die du angesprochen hast, die werden natürlich eine Rolle spielen. Aber ich glaube, wir sollten da nicht, da bin ich bei Claudia, wir sollten da nicht allzu sehr immer nur um die Möglichkeiten rumturnen, sondern wir sollten ins Tun kommen. Wir brauchen diese positiven Geschichten, wir brauchen diese positiven Narrative. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, wir haben gerade rund um das Thema Zukunft ganz, ganz vieles mittlerweile angezündet hier in Österreich. Wir haben die Elementarpädagogik momentan in den Fängen. Da die wollen eigentlich das Thema Zukunft in den Ausbildungs-, in den Lehrplan implementieren und integrieren. Wir haben an den höheren Schulen, an einigen Hacks, den Future Campus installiert, um die Schüler und Schülerinnen auf dieses spannende Thema Zukunft vorzubereiten. Und da gibt es eben nicht nur gute Stories, da gibt es eben auch ganz, ganz viel Schlechtes, mit dem sie umgehen lernen. Wir versuchen, dieses Thema Zukunftsdesign in die Breite zu bringen, um den Jugendlichen zu zeigen, wie man eigentlich auch Zukunft formen kann auf völlig anderen Gebieten und eben nicht diesen alten Bildern, diesen alten und ausgedienten Bildern folgt, die den Jugendlichen hier in einem ganz großen Maße vorgegeben wird. Und es gibt eben auch sehr, sehr spannende Geschichten, also rund um das Thema Gemeinwohlökonomie. Und wem ich vielleicht auch noch einen guten Tipp geben darf, da sind uns die Schweizer vielleicht wieder ein Stück weit voraus, also nicht nur euch in Deutschland, sondern auch uns in Österreich. Dieses Buch kann man sehen, schwierig mit diesem Schwierig, Hintergrund. ja. Ist ja egal. Mit einem Zukunftsrat, warum die Schweiz eine dritte Parlamentskammer braucht, gegen die Klimakrise. Also mit einem Zukunftsrat gegen die Klimakrise. Ungeheuer spannend, ungeheuer interessant, was hier angeschoben wird oder was hier in den Startlöchern steht. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr in die Breite rein, weil dieses Thema Veränderung, Demokratie, Klima, das ist einfach für uns alle viel zu wichtig, als dass wir es irgendeiner bestimmten Elite übergeben, die es dann vielleicht irgendwann mal hinbekommt. Und da müssen wir einfach schneller werden. Ja, das ist. Danke, Klaus. Ins Tun kommen. Franziska, Ich du hast nehme das das Thema. direkt auf, Klaus. Ja, Ins Tun kommen, bitte, mein bitte, gerne. Stichwort. Vielen, vielen Dank. Genau das ist es, was mich auch beschäftigt. Und ich würde gern kurz einen Kontext geben oder meine Idee vorstellen und dann hätte ich eine Frage an euch. Aber ich bitte euch ganz kurz um Zeit. Mich beschäftigen in diesem ganzen Konstrukt, über das wir heute reden, drei Fragen. Die erste, wie kommen Menschen in kluge Entscheidungen? Die zweite ist, wie schaffen wir es, dass sie aus diesem Entschluss, den sie wichtig finde, ist, wie machen wir das den Menschen, also sowohl kluge Entscheidungen zu treffen von Gemeinwohl im Sinne von Resilienz, als auch wie machen wir es leichter, dass sie ins Handeln kommen.
Und meine Antwort darauf ist folgende, dass ich sage, wir brauchen auch wieder drei Elemente. Ich finde es immer einfach, das lässt sich gut merken. Das Reportagen von Pionieren, die da schon unterwegs sind. Das Zweite, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Was ist uns wichtig? Was ist ein gutes Leben? Wie können wir das gestalten? Wie machst du das eigentlich? Wie hast denn du das? Du hast doch bestimmt auch das Problem. Wie hast denn du das gelöst? Und da eben über die Kommunikation in den Austausch kommen, weil das eben auch diese Selbstwirksamkeit stärken kann. Und das Dritte ist, wie machen wir es leichter im Handeln, indem wir uns kooperativ, kollaborativ dem widmen und uns vor allem mit denen verbünden, die sagen, wir wollen das Gleiche. Lasst uns doch zusammen die Geschäfte machen. Ne? So ein bisschen auch nach goethischem Prinzip, warum in die Ferne schweifen Sie, das Gute liegt so nah. Dass ich quasi es als meine Lebensaufgabe ansehe, an diesen drei Elementen zu arbeiten. Also ich versuche, Sichtbarkeit herzustellen. Ich versuche, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Ich versuche, sie ins Handeln zu bringen, indem wir sehr stark projektgetrieben oder vorhabengetrieben sind. Und da unterstützen und gleichzeitig bieten wir eben Vertragsgestaltung, Geschäftsmodelle, also alles Mögliche rund um diese Bausteine an, damit die Leute es mal ausprobieren können, dass sie in den Austausch gehen können und dass sie eben mit Menschen in Verträge reingehen, die das Gleiche wollen, wo man dann eben nicht über dieses ob überhaupt redet und wie, sondern dass man redet, wie macht man das jetzt eigentlich? Und die größte Herausforderung, die ich sehe und die ich habe, vielleicht noch vorausgeschickt, ich arbeite vor allen Dingen im Mittelstand, also Unternehmen bis 250 Mitarbeitende, die ja eigentlich schon die Mehrzahl der deutschen Unternehmen heute noch ausmachen. Die möchte ich stärken. Ich bin nicht interessiert an Konzernen, das vielleicht noch vorausgesetzt, sondern wirklich so Mittelstand, Wissenschaft und Kunst- und Kulturbetriebe. Das ist so das Dreieck, in dem ich unterwegs bin. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Wie gelingt es, dass das besser bekannt ist? Wie gelingt es, dass wir es den Menschen leichter machen, sich dafür zu entscheiden? Dass sie Gemeinwohlmatrix als Prozess begreifen, dass sie bereit sind, eben aus ihrem täglichen Handeln zu überlegen, was ist mir eigentlich im Leben wichtig? Worauf möchte ich einzahlen mit meiner Lebenszeit? Ne? Das Wertvollste, was wir überhaupt haben. Und da ist meine Frage auch. Nochmal zurück an Matthias vor allen Dingen. Wie kommen wir in diese Umsetzung? Wie machen wir das den Menschen leichter? Siehst du da Wege und kannst du andocken bei dem, was ich jetzt gerade vorgestellt habe und mein Konzept? Vielen Dank, Franziska. Und angesichts der Zeit sind wir auch schon in der Schlussrunde. Ihr habt sicher, ihr beiden, schon eine Reihe von Fragen notiert. Vielleicht noch mal in so einem Abschluss, dass ihr vielleicht noch mal klar auch noch mal die Frage für heute beantwortet. Postwachstum, Transformationspfad oder Utopie? Und vielleicht das nochmal verquickt mit den Fragen, die euch auch an euch herangetragen wurden. Was seht ihr denn an konkreten Möglichkeiten? Also wie kommen wir zum Tun? Das ist, glaube ich, nochmal so eine Kernfrage gewesen. Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden beginnen würde. Ihr entscheidet das ganz autonom selber. Matthias, du warst angesprochen worden gerade von der Franziska. Ich weiß nicht, ob du daran anknüpfen möchtest und damit auch auf Klauses Einladung zum Abschluss eingehen möchtest. Kann ich gern machen, ja. Also erstmal ganz, ganz vielen Dank für die ganzen spannenden Beiträge. Was ich immer wieder merke, und das würde ich vielleicht vorweg schicken, also ich glaube, dass eine der Stärken dieser ganzen Postwachstumsperspektive, um es mal so zu nennen, ist, dass die anregt, in sehr grundsätzliche Frage, und Denkprozesse reinzugehen, was, glaube ich, sonst viele andere quasi Framings nicht in der Form schaffen. Das ist vielleicht sogar fast wichtiger als die spezifischen Vorschläge, die da bereits irgendwie so auf dem Tisch liegen. Dann würde ich gerne was sagen, genau zu der Frage des was tun, die natürlich mich auch umtreibt. Ich bin da, also ich glaube, auf eine Art
treibt die alle Menschen um, die sehen, was quasi die Lage der Welt aktuell ist. Und ich glaube, wir müssen da alle auch unsere jeweils spezifische Antwort finden. Da gibt es nicht die eine Antwort, die für alle richtig ist. Generell ist es, glaube ich, immer gut, dass alle Menschen sich an den Orten, wo wir sind, organisieren, mit anderen zusammenschließen und tatsächlich auch in konfrontative Prozesse gehen. Das betone ich deswegen, weil neben dem Aufbauen von Alternativen und quasi dem ins Tun kommen, was Positives tun, ist es, glaube ich, wichtig anzuerkennen, dass wir, also gerade was diese großen Krisen angeht, ohne Transformationskonflikte nicht wirklich vorangehen und ohne auch das Anerkennen, dass diese sind und auch da reingehen in diese Konflikte und nicht zu versuchen, die harmonistisch wegzureden, weil die sind da. Also und bei der Klimakrise ist es besonders deutlich, die fossilen Interessen, die am bestehenden Status quo festhalten wollen, die sind so massiv, dass es schwierig, also wirklich also eigentlich unmöglich ist, eine Transformation zu denken ohne Transformationskonflikte. Und diese fossilen Interessen, die sind eben nicht nur die Unternehmen, sondern da hängt auch sehr viel mehr dran, Parteien, Interessenverbände und auf einer gewissen Ebene auch halt viele von uns selbst, wir, ich auch. Also das geht da tief auch in uns als Menschen rein, diese Konflikte. Und bei Postwachstum sehe ich quasi den Fokus sehr stark auf der makroökonomischen Ebene. Was, glaube ich, ein wichtiges Korrektiv ist zu der Vorstellung, dass es möglich ist, allein aus den Nischen heraus die Transformation voranzutreiben, mit den falschen Rahmenbedingungen. Innerhalb der falschen Rahmenbedingungen können wir noch so viel tun. Diese falschen Rahmenbedingungen werden dazu führen, dass sich wieder das Falsche durchsetzt, weil es eben günstiger ist, weil es günstiger ist und in der Konkurrenz im Prinzip Vorteile hat. Und da, glaube ich, anzusetzen, auch auf dieser makroökonomischen Ebene des Systems, des Wirtschaftssystems, ist eine wichtige zentrale Ergänzung, die ich für notwendig halte. Genau, und ich glaube, die anderen Punkte, da kann ich zu vielem zustimmen. Epochaler Umbruch, es geht tatsächlich um Transformation auf der Ebene der industriellen Revolution, allerdings in einem viel, viel kürzeren Zeitfenster als eben so einen langen Transformationsprozess, was es um Dimensionen schwieriger macht. Und glaube ich auch nochmal die Notwendigkeit für diese Konflikte nochmal stärker hervorhebt. Claudia auch noch eine Chance geben. Entschuldigung, genau, sorry. Ein, ja. Grätsche, weil die Zeit also, läuft mit Windeseile. Ja, entschuldige. Ja. Ich habe ein bisschen eine andere Sicht da. Oh, nein, stimmt nicht anders. Sondern, also was ich total unterstreiche, ist dieses, wir sind gerade in einem Stadium der Veränderung, die so fundamental ist, dass keiner von uns wirklich, wirklich, wirklich greifen kann, was das für uns bedeutet. Und momentan sind wir noch in einer verdammt satten Situation. Und ich glaube, wir unterschätzen total, dass es A, Opportunitäten geben wird, Geschehnisse geben wird, die plötzlich Veränderungen auslösen können. Ich gebe mal ein Stichwort, ohne Fukushima wäre Deutschland heute nicht atomkraftfrei. Oder wenn nicht irgendwann der Buchdruck erfunden worden wäre, dann wären wir heute auch nicht hier. Und das hat oft haben solche unerwarteten Ereignisse eröffnen, Opportunities of Windows, aus denen was entsteht, was wir uns heute nicht ausmalen. Zweitens, ein Punkt, wo dieses Thema kollaborativ, was bei Franziska wie auch bei Matthias gerade anklang, es gibt verschiedene Gruppierungen, Überlegungsstränge, wie man Veränderungen herbeiführt. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns klar machen, dass wir alle dasselbe wollen, nämlich ein gutes Leben für alles innerhalb von planetaren Grenzen. Das sagen alle. Und aber verschiedene Ansatzpunkte nehmen. Und dass wir uns nicht darin verplempern, zu sagen, ach, mein Ansatz ist aber besser als deiner und das, was die da erzählen, hört sich doof an, sondern begreifen, dass wir gemeinsam gerade auf unbekanntem Terrain was versuchen und jeder eine Idee hat und es wird sich auf die Dauer zeigen, was das Beste ist. Aber jetzt sollten wir uns doch eigentlich unterhaken und sagen, probier du mal deinen Ansatz, ich mach meinen und lass uns austauschen, wie wir noch das Beste zusammenführen oder uns gegenseitig verstärken können. Dritten Punkt. Franziska stellte die Frage, wie können wir es leicht machen? Wir müssen das, was wir wollen, einfach machen. Einfach und günstig. Und das ist das, wo wir dann eben auch auf der ordnungspolitischen Rahmenebene Veränderungen herbeiführen müssen. Und siehe da, auch das sind nur Menschen. Übrigens auch Unternehmer sind nur Menschen, die Enkelkinder haben, um deren Zukunft sie sich sorgen. Lasst uns den Diskurs suchen, den Franziska eingefordert hat. Auf allen Ebenen, auf der Straße, genauso wie auf der Politik.
uns unterhaken, denn jetzt kommt dieses Modell des Two-Loop-Modells, was es gibt. Wir sind jedes Paradigma hat seine Wachstumsphase und seinen Niedergang. Ich glaube, dass das Wachstumsparadigma gerade seinen Niedergang erlebt, aber noch nicht am Ende ist. Und es wird irgendwann plötzlich ganz schnell gehen, dass wir realisieren, dass es andere Ansätze gibt, die funktionieren. Und wo dann dieser soziale Kipppunkt entsteht, wo jetzt momentan erst noch so ein paar Pioniere das neue Paradigma probieren, aber irgendwann wird sich zeigen, dass die Solavis großartig sind, mehr Leute das wollen, dass es ein paar grüne Technologien gibt, die uns helfen, dass uns aber auch ganz andere Ansätze der Gemeinwohlökonomie, der Donut Economy und was es nicht alles gibt oder indigene Ideen wieder aufgegriffen werden und dass die ziehen. Und dann werden auch viele Menschen sagen, ach ja, wenn das auch geht und wenn das auch gar nicht viel teurer ist oder für mich gar nicht viel mühseliger, dann springe ich auf den Zug. Und viele werden es müssen und es wird, momentan wählen wir uns noch auf der Gewinnerseite, weil wir im dicken kolonialen Norden sitzen. Vielleicht verändert sich das aber auch. Wir werden es sehen. Aber lasst uns da eben dranhängen. So, tschüss. Ich habe den Punkt. Dann ist so viel zu sagen. Danke dafür. Ich mache auch kein großes Schlusswort, möchte aus meiner Perspektive doch mal darauf hinweisen, dass ich auch glaube, dass wir ein Übergang sind und hinein uns begeben haben in eine Industrialisierung mit allen möglichen Modellen bis hin zum Sozialstaat und unser Wirtschaftssystem und dass wir uns hinaus bewegen müssen, etwas Neues, ein neues Paradigma. Das wird nur Kampf mit vielen Diskursen und vor allem, das ist meine Quintessenz, mit Tun. Wir müssen zum Tun kommen, ganz aktuell und im Grunde genommen gar nicht mit großen Strategien, aber mit Leitfäden und Leitplanken unsere Szenarien, ich Gottes will nicht überhöhen, aber sozusagen ein bisschen nehmen, in einem Muddling Through mit Zukunftskorridor gekoppelt, wo man weiß, in welche Richtung man gehen möchte. Das scheint mir wichtig zu sein. Und bei allem dem dürfen wir nicht vergessen, dass diese Gesellschaft, diese Demokratie gerade auch mächtig im Stress ist. Und das ist noch eine Dimension, die wir auch noch beachten müssen, dass wir im Grunde genommen Bedingungen erhalten, die auch kooperative Politik und freiheitliche Demokratie und freiheitliche Entscheidung ja möglich macht. Vielen Dank an Claudia, vielen Dank an Matthias, vielen Dank an alle, die Beiträge geliefert haben, die dabei waren. Ich darf noch darauf hinweisen, da bin ich, freue ich mich. Wir werden in der nächsten Futures Launch am 3. Juli das Thema haben, KI, ein Schlüssel zur Welt von morgen. Nur passt unser Schlüssel da dazu mit der deutschen KI-Strategie. Dabei werden sein Uwe Kantner, Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation, Raphael de Laguna, Sprint, und eine Kollegin, die haben wir noch nicht, eine KI-Expertin. Das wird also sehr spannend. Als allerletztes, man kann D2030, wir sind ein gemeinnütziger Verein, durch Mitgliedschaft unterstützen, auch durch Spenden. Das muss ich noch mal sagen. Wir machen das sozusagen ehrenamtlich. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich und wünsche euch noch einen angenehmen Abend.